Hallihallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ein Survival-Selbstversuch. Und zwar seit langem mal wieder tatsächlich etwas, was wir hier ausprobieren wollen. Stellt euch vor, wir sind gerade in Kanada mit unserem Bärenspray bewaffnet für die Abwehr von Bären. Und plötzlich passiert das, was niemand für möglich gehalten hat. Wir sehen eine majestätische Kreatur mitten in der Wildnis. Jetzt glauben wir, es ist alles gut. Der ist entspannt, der ist gechillt, der hängt da rum. Doch dann bemerken wir, dass dieser unglaublich majestätische Grizzlybär, der da auf uns zukommt, uns nicht so wohlgesonnen ist. Und uns ans Leder rennt. Dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir greifen zur Flasche und werden diesen aufwehren. Macht das Sinn? Ist das wirklich so, dass es uns den Bären vom Leib hält? Wie weit ist der? Muss der weg sein? Wann drücken wir ab? Fritz, heute werden wir herausbekommen, ob das Ding uns das Leben rettet oder nicht. Hast du Bock, mir einfach so einen Pfund in die Schnauze zu hauen? Ich habe an sich schon Bock, aber ich weiß jetzt schon, dass sowohl ich als auch das Team im Hintergrund leiden werden, weil ihr müsst wissen, das ist natürlich, es ist Sprüh. Ja. Und ich sag mal so, wenn du ein Deo nach vorne sprühst, riechst du es trotzdem. Exakt. Wir haben hier ein bisschen was aufgebaut. Wir gucken gleich mal, wir machen erstmal einen Warm-up. Probier mal eine Flasche aus. Wir haben vier Stück. Das machst du erstmal, oder? Ja. Damit jeder mal gesprüht hat. Ja, damit. Meine ich. Ja, klar, ist ja auch wichtig. Ja, so, das ist auch das Gefühl zu haben. Wir können uns noch entscheiden. Wir haben zwei Varianten. Einmal haben wir das Pepper Gel. Ich bin für Gel, ja. Und wir haben halt hier den Weizstrahl. Da steht was von 7 Metern drauf bei dir. Was mich ja auch mal interessieren würde, das würde ich ja natürlich bei dir am liebsten dann gleich direkt testen. Ja. Wie lange kann man damit sprühen? Wie lange kommt da was raus, meinst du? Ja, nee, aber ist jetzt mal wirklich ein Ding, oder? Ja, ist klar. Vielleicht nicht bei dir dann im Gesicht, aber. Genau, wir können es ja an der Scheibe testen. Taktbewegungen. So mäßig, weißt du? Ihr merkt, wir sind Feuer und Flamme, denn wir wollen natürlich in der Wildnis von Kanada auch nicht draufgehen, wenn uns ein Bär begegnet. Deshalb, genau das sind wir heute hier, und um vorab erstmal zu testen. Wichtig natürlich für alle da draußen, bitte nicht nachmachen. Das ist nicht zur Abwehr von Menschen gedacht, sondern tatsächlich nur für Tiere. Und der Punkt ist dabei, na klar, ich will jetzt hier keinen Bären verletzen. Deshalb opfere ich mich dafür und ich sag's auch, ich mache aus freiwilligen Stücken. Wir haben im Hintergrund jemanden, der bereitsteht, der auch eine Atemschutzmaske trägt, der mich am Ende dann mit dem Zeug hier versorgen kann. Das sind Augenspülungen. Wir haben 1 Liter Kochsalzlösung mit dabei. Wir haben hier auch einen Wasserbecken aufgebaut, dass man halt sofort spülen kann. Ich habe mich ein bisschen belesen und zwar musst du natürlich danach ungefähr 15 Minuten lang jedes Auge spülen, damit halt keine Probleme danach entstehen. Wir haben also quasi wieder Backup. Und natürlich auch einen direkten Draht zur Leitstelle. Wir können also innerhalb kürzester Zeit interagieren. Wichtig. Würde ich sagen, Fritz, jo. Starten wir einfach mal mit dem Sprühstoß auf die Scheibe und gucken mal, wie sich das verhält. Ja, ich werde mal abmessen. 7 Meter, sagen wir? 7 Meter steht da drauf, ja. Also ich muss ehrlich gestehen, ich krieg Puls. Also ich habe schon lange keine so kranken Scheiße. Letztes Mal habe ich das gemacht, da war, weiß ich noch, war Karl die Bordsteinschwalbe. Da habe ich dieses CF-Gas ausprobiert. Das ist aber auch schon 6 Jahre her, oder? Das reicht nicht. Gefühlt ist das schon 9 Jahre her oder sowas. Aber es ist natürlich Zeit, auch mal eine Nummer härter. Ja, du testest mal. Ich teste erstmal, genau, wie weit? Schon mal der erste Punkt. Ich bleib hier stehen. Fritz hat gemessen, hier sind ungefähr 7 Meter. Hier sind wirklich exakt 7 Meter, ja. Und ich würde sagen, du visierst einfach dieses Loch da an, oder? Die Scheibe da und das Loch, genau. Nee, im Hintergrund wird einfach die Zeit auch gestoppt. Dass wir halt gucken, okay, wie lange ist halt hier wirklich was drin, was rausfeuert. Wenn wir schon probieren, dann halt beide Varianten. Vielleicht entscheiden wir uns dann halt auch danach, vielleicht final, was wir mir ins Gesicht hauen. Das ist vielleicht auch der große Test, was dann die Teilnehmer mitkriegen. Ja eben, das ist ja auch der große Punkt. So, der ist raus. Boah Leute, ich habe schon lange nicht mehr so einen Puls. So, jetzt ist das Ding scharf, Splint ist auch raus. Okay, Pepperspray Weizstrahl, 3, 2, 1. Ich komm nicht ran. Jetzt ist dran. Jetzt nicht dran. Hier ist das Bad. Ich hab hier so ein Krabbeln. Also wir haben Windstill-Situation. Ich habe gesehen, wie der Nebel so ein bisschen zurückkam. Aus der Regie kommt 10 Sekunden. Gut, gehen wir in die zweite Flasche. Aber was ja schon mal krass ist, das müssen wir auch schon mal festhalten. Keine 7 Meter. Keine 7 Meter, nicht mal andersweise. Ich sag 6 Meter, aber realistisch eher so 5. Geht los, ne? Ganz leicht, ne? Test die zweite, wir machen gleich hintereinander weg. Peppergel. Ich gehe wieder auf 7 Meter. In 3, 2, 1. Deutlich weiter, deutlich weiter. Seht ihr das? Aber vom Großteil, wo ist das noch viel? Oh, hier kommt. Ah, da kommt.
Puh. Alter, ich habe nur ein bisschen Nebel abgekriegt. Es reizt sofort die Atemwege. Holy, mit der Nase ist alles so... Krass. Ich hätte es nicht vorher ausprobieren sollen. Ich habe jetzt Ultraschiss. Hat aber mehr gestreut dafür, dass es Gel war? Ja, also das haben wir mehr hinter der Dose gespürt. Ich genau das Gegenteil erwartet. Ja, ich auch. Boah, meine Nase. Fritz? Mhm. Kannst kommen, ist alles safe. Krasses Learning. Deutlicher Unterschied zwischen Gel und Waldstrahl. Muss ich einfach auch so sagen, wie es ist. 12 Sekunden, 10 Sekunden, keine 7 Meter. Ganz knapp die 7 Meter. Das geht es besser, ja. Ja, genau. Ich merke auch deutlich, wie es gerade hier losgeht. Ne? Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben uns für Pepper-G entschieden. Und es geht hierbei nicht darum, um mich ein bisschen zu quälen oder ein bisschen Spaß zu haben, sondern es geht darum, tatsächlich zu wissen, machen die Dinger Sinn in Kanada? Und darum haben wir auch überlegt, danach so einen kleinen Parcours zu haben. Der Fritz wird quasi ausweichen und ich werde das als Target nehmen, als Bär auf allen Vieren versuchen, noch irgendwie koordinativ hierher zu kommen, ihn zu Boden zu bringen und dann, ja, zu verletzen, in Anführungszeichen. Also es geht tatsächlich wirklich darum, wie wirksam ist dieses Zeug auch danach. Ich meine, klar zu sagen, oh, das ist scheiße, das ist unangenehm, aber kann ich in mir den Killer aktivieren und sagen, weil der Bär wird einen Scheiß tun, der wird sagen so, du warst das und geht voll los. Kann ja sein, es gibt auch Bären, die hauen ab, aber es gibt auch Bären wahrscheinlich, die halt in den Angriff gehen. 99% hauen sie ab. Aber wenn der 1% Bär, das bin ich, quasi losrennt, wäre er noch in der Lage, uns tödlich zu verletzen. Und das kriegen wir jetzt raus. Auf geht's. Also Leute, nicht, dass ihr euch gleich wundert. Ich habe mit dem Team im Hintergrund besprochen, dass wir von 5 runter zählen. Aber ich werde bei 3 schon lossprühen, damit er nicht Bescheid weiß. Bevor ich mich jetzt gleich mit Pfefferspray zutanken lasse, nochmal kleine Werbung in eigener Sache. Y-Food. Vollwertige Trinkmahlzeit, perfekt für jede Lebenslage, voll mit Vitaminen, Ballaststoff, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Und das Beste ist, es schmeckt gut. Und es gibt viele vegane Varianten, zum Beispiel wie Schoko. Ja, und dann gehen wir uns jetzt zu. Und dann lasse ich mich gleich mal betanken. Gespannt. Piep, piep, piep. Guten Appetit, denn, ne? Damit auch alles wieder funktioniert. Perfekt. Also wenn du Bock hast, erster Link in der Beschreibung und mit dem Code MADI-YouTube sparst du 10% und unterstützt mich in meine Geisteskrankprojekte. Also, let's go. Der Hase. Ja. Läuft? 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 Bist du ready? Nein. Okay. Ich zähl runter. 5, 4, 3. Die Augen nicht öffnen, ich sehe gar alles. Alles brennt. Atmen fällt schwer. Ich kann die Augen nicht aufmachen. Ich bin orientierungslos. Ich weiß, hier ist noch Cat irgendwo. Aber mehr nicht. Wir müssen was tun, Leute. Das wird immer schlimmer. Du musst sagen, wenn du raus willst, ne? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, Alter. Ich kann nicht die Augen aufmachen, wirklich. Ja. Damit kann man hinleiten? Wasser erstmal. Wassertonne? Ja, ich würde sagen. Geradeaus gehe ich schon ein Stück nach links. Schritt links einbiegen, links einbiegen. Digga, ich kam, wo ist links? Links, ja. Und geradeaus, geradeaus. Jetzt bist du, greif nach unten. Ja, du bist jetzt vor der... nach unten. Ja. Ja, ja, und jetzt nach vorne hast du den Becher. Alter, Leute. Ja, und Kopf rein, geradezu. Hier? Ja, und rein. Oh. Ich trau mich nicht, die Augen aufzumachen. Ja, jetzt so. Was glaubst du, wenn jetzt die Person ausgerichtet wäre? Wenn die Person jetzt seitlich weggegangen wäre, hättest du die noch bekommen? Ja. Ich habe ja gewartet, bis du, da, bis die erste Wirkung kam. Ah, als die erste Wirkung kam, habe gedacht, okay, warte, weil erst wie Dusche und dann auf einmal gehst du dann los. Und dann ist so, scheiße, jetzt musst du aber wirklich los, damit du noch überhaupt da hinkommst. Und da war schon so, Auge nochmal auf. Johannes, Augendusche. Johannes. Ja, komm. Beeil dich bitte. Ich weiß nicht, wie das... Ich kann das Auge nicht aufmachen. Selig. Ist auf? Digga, du musst das aufmachen. Bist du dumm, Junge? Beeil dich bitte. Ja, wie mach ich das? Digga, mach das auf, Mann! Das ist eine fucking Augendusche. Da muss ein Behälter sein. Da muss man das so reindrücken, Junge.
Hast du's? Noch nicht. Mach bitte! Ich krieg die Augen nicht auf. Ich krieg die Augen. Mehr. Mehr von dem Zeug. Alter, meine Fresse brennt, Alter. Das ist so krank. Oh, Alter, das ist krank. Wirklich, das dauert. Aber es kommt jetzt. Es wird immer schlimmer. Das macht man ja auch nicht. Kurz, hab ich was. Wir haben noch 4 Flaschen. Alter, wie rot deine Augen sind. Das ist so hell, ich krieg's jetzt nicht auf. Oh, ich glaube, mir ist was in die Eier gelaufen. Scheiße. Oh, jetzt brennt der Beutel. Oh, scheiße. Nicht, dass die Kiwi brennt. Oh, fuck, guck dich. Ich muss das. Ah, oh, abhält bitte. Oh, meine Eier. Ah, oh, meine Eier brennen. Oh, meine Eier. Tuck die da rein. Digga, ich brauch was, Wasser oder irgendwas. Ich muss das loswerden, das ist Kiel halt, ne? Ja, ja, ja. Scheiße, ich brauch Wasser für die Eier, bitte, vor, bitte Wasser. Vorne rechts, steht der ganze Reimer. Ich kann nur da nicht rein, Marc. Ja, wie sollen wir dir jetzt da Eier? Warte, ist kein Problem. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Wasserflaschen. Oh, ja. Ich muss das T-Shirt ausziehen. Das muss weg. Das ist alles voller Gel. Links wegschmeißen, nach links wegschmeißen. Links, da? Links, ja, 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 da befallen lassen. Das muss ab. Brennt einfach. Ich weiß nicht. Mein Gesicht, mein Gesicht, ich kann nicht. Würdest du sagen, du hast schon mal was Schlimmeres gemacht? Warte kurz. Augen gehen auf. Ich krieg meine Augen auf. Wie sehe ich aus? Oh Gott. Oh Scheiße, wie sieht das? Leicht würdelos. Ich kann meine Augen wieder öffnen. Hey, krass. Mein Sack brennt die Hölle. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist halt. Das Sprühen war vor 40 Minuten, by the way. 40 Minuten ist das hier. Alter, das kannst du nicht vorstellen. Guck dir mal meinen Arm an. Diese weiße Stelle und dann dieser Rest, wie das hier gereizt ist. Also es fühlt sich an, als hätte ich einen Ausschlag. Fazit. Ich hätte niemals gedacht, dass das so krass auf den Körper wirkt. Und so lange und so heftig. Genau. Boah, krass. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das war ein krasser Selbstversuch. Und ich schwöre dir bei Gott, das war mit einer der heftigsten, die ich in meinem Leben hatte. Und ich hatte einige. Damit möchte ich mich verabscheuen. Danke, Fritz, für deine Hilfe. Sehr gerne, immer wieder. Für mehr geisteskranke Videos Kanal abonnieren, ne? Das gefällt mir, Daumen nach oben. Macht's gut. Ciao, euer Zweifelmein. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.